Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Exploring the World. Ich sitze hier gerade an der schönen Algarve am Praia da Falésia in Portugal und möchte euch heute ein Update geben zu meinen Drohnenproblemen mit der DJI Mavic Air. Ich hatte euch in meinem ersten Kurztestbericht erklärt, dass ich mit der DJI Mavic Air überhaupt nicht zufrieden bin, da sie starke Kalibrierungsprobleme hat, da die Reichweite überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte bei knapp 100 Metern schon Signalabbrüche, habe die Verbindung verloren, die Drohne ist dann automatisch wieder zurückgekommen und ich hatte eigentlich überhaupt kein Vertrauen in diese Drohne. Heute möchte ich euch gerne ein weiteres Update geben, denn nach 7 Tagen viel ausprobieren, habe ich für mich einen Weg gefunden, wie die Mavic Air tatsächlich bis auf 1 Kilometer die Verbindung hält, ich ein gutes Bildübertragungssignal habe und alle Funktionen soweit nutzen kann. Was genau habe ich gemacht? Ich möchte euch gerne eine Anleitung geben, damit auch ihr eure Verbindungsprobleme in den Griff bekommen könnt. Ich habe zum einen mir einen Range Extender gekauft, den man auf die Fernbedienung raufstecken kann. Ob der nun wirklich viel gebracht hat, weiß ich nicht, aber für den Preis von, ich glaube, 12 Euro waren es, kann man nicht so wirklich viel falsch machen. Mir hat es auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Was aber definitiv geholfen hat, sind 2 andere Sachen. Ich habe am Anfang jedes Mal hier in Portugal die Anzeige bekommen, Wi-Fi-Einstellungen geändert, da sich das Fluggerät in einem anderen Land befindet. Dort habe ich am Anfang immer auf Wi-Fi-Einstellungen ändern geklickt und dann hatte ich diese Kalibrierungsprobleme. Ich musste mich teilweise 7 bis 8 Mal im Kreis drehen, um die Drohne kalibrieren zu können. Immer wieder Standdrohne an einen anderen Ort bringen und neu kalibrieren. Das hat mich ziemlich genervt. An einigen Stellen hier in Portugal bin ich dann gar nicht geflogen, weil ich keine Lust hatte, mich so oft im Kreis zu drehen. Einige Leute bezeichnen das ja auch als Drohnentanz für die Kalibrierung. Ich habe dann irgendwann aufgehört, auf Wi-Fi-Einstellungen ändern zu klicken und habe es einfach so akzeptiert und dann ging es meistens mit 1 oder 2 Mal kalibrieren, manchmal auch gar nicht kalibrieren. Welche Einflüsse das jetzt hat auf den Return to Home Point, kann ich euch nicht sagen, da ich aber mehrfach Verbindungsabbrüche schon bei 100 Metern Entfernung hatte und die Drohne immer wieder dahin zurückgekommen ist, wo sie auch gestartet ist, habe ich soweit erstmal gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, erster Tipp von mir und bitte nicht haftbar machen später, wenn die Drohne nicht zurückkommt. Ich habe auf Abbrechen geklickt bei diesen Wi-Fi-Einstellungen und dann hat es ganz gut funktioniert. Und der nächste Tipp, und das war glaube ich der mir wirklich geholfen hat, ist, ich habe die Wi-Fi Signalfrequenz von 5,8 GHz auf 2,4 GHz runtergestellt. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt hier gerade im Hintergrund. Man geht einfach in die DJI Go App, klickt dort auf Wi-Fi Settings, sucht sich einen freien Kanal im unteren Bereich. Ich glaube, ich habe den Kanal 11 genommen oder 4, der auch grün hinterlegt war, das heißt eine gute Signalstärke hatte, auf jeden Fall im unteren Bereich. Dann wechselt ihr in das 2,4 GHz System und die höheren Frequenzen, also 149 aufwärts, sind dann die 5,8 GHz. Sobald ich diese Einstellung vorgenommen hatte, hat es wirklich wunderbar funktioniert mit der kleinen Mavic Air hier. Sie ist eben knapp 1 Kilometer aufs Wasser rausgeflogen. Ich hatte keine Signalabbrüche, ich habe immer noch ein gutes Bild gehabt. Ich konnte umstellen von Video auf Foto und ja, bin super zufrieden mit dieser Einstellung. Diesen Tipp wollte ich gerne mit euch teilen, falls auch ihr Probleme mit der DJI Mavic Air habt. Ansonsten muss ich sagen, es ist wirklich ein tolles Gerät. Die Akkulaufzeit von 20 Minuten reicht eigentlich für kurze Flüge. Man kann ja, sich soweit hier alles aus der Luft auch gut angucken, kann schöne Aufnahmen machen und sie ist einfach super handlich. Zusammengeklappt passt sie in jede Tasche rein. Man hat keine großen Probleme beim Mitnehmen. Man muss lediglich die Fernbedienung und die Drohne und vielleicht einen Ersatzakku mitnehmen und schon kann es losgehen. Ich bin inzwischen nach einer Woche Flugerfahrung mit der Mavic Air doch sehr zufrieden eigentlich. Ich werde sie wahrscheinlich auch behalten, da sie ja wirklich für Reisevlogs einfach super handlich ist. Im Handgepäck kannst du sie einfach mitnehmen, einstecken und überall kurz rausholen zum Fliegen. Ich hoffe, dass euch diese Tipps geholfen haben. Also wie gesagt, der Wi-Fi Extender, den man sich vorne auf die Fernbedienung raufsteckt, für den Preis von 12 Euro kann man nicht viel falsch machen. Wie viel Meter es mir bei der Reichweite gebracht hat, kann ich nicht wirklich sagen. Was definitiv was gebracht hat, nicht immer auf Wi-Fi-Einstellungen ändern klicken. Dann hatte ich die Kalibrierungsprobleme nicht mehr und mit der Umstellung auf das 2,4 GHz Funksystem bzw. Wi-Fi-System hat auch die Reichweite deutlich zugenommen und ich konnte eben knapp 1 Kilometer ohne Probleme fliegen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Auch über ein Abo würde ich mich freuen. Ich werde in diesem Jahr noch weitere Technik-Reviews für euch machen, weitere Erfahrungsberichte zu Drohnen auch veröffentlichen. Jetzt lasse ich euch alleine mit einigen Bildern der schönen Algarve. Genießt die Bilder und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, tschüss und bye-bye aus Portugal.
fällt die Drohne hier noch runter. Ciao, tschüss und bye bye aus Portugal.